Visa für Thailand, wie schaut es aktuell aus mit Visas in Thailand bzw. Visa beantragen? Hat sich da was geändert und welche Visa sind zurzeit beliebt? Bzw. was gibt es auch für Möglichkeiten, um eben seinen Aufenthalt noch etwas zu verlängern? Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand. Ja, wir haben aktuell eine richtige Flut an Menschen, die nach Thailand reisen. Natürlich auch sehr viele Russen, die vor allem im Süden Thailands dafür sorgen, dass viele Einnahmen erzielt werden und die Preise im Allgemeinen hochgehen. Aber auch die Chinesen kommen wieder, noch nicht so zahlreich wie die Russen. Aber ich denke, die nächsten Monate, vor allem auch während der Regenzeit, werden da die Chinesen helfen, dass auch da das Einkommen in Thailand im Bereich Tourismus garantiert ist. Generell kann man sagen, es kommen wieder mehr Leute und viele, die haben sich auch, wie ich, ins Land verliebt oder wollen länger bleiben und suchen dann halt auch eine Möglichkeit, um eben ein entsprechendes Visum zu bekommen. Wir schauen in diesem Video ganz kurz die verschiedenen Visakategorien an und beginnen gleich mit einem derzeit sehr beliebten Visum und das ist das Elite-Visum. Elite-Visum kann man sich kaufen, da gibt es verschiedene Abstufungen, 5 Jahre, 10 Jahre und 20 Jahre. Ein 20-Jahres-Elite-Visum, das günstigste im 20-Jahres-Bereich, kostet um die 27.000 Euro. Dann kannst du 20 Jahre in Thailand bleiben. Ist ein Visum, was aktuell halt bei Russen sehr beliebt ist oder halt auch bei Leuten, die die nötigen finanziellen Mittel haben. Alles, was ich jetzt hier sage in diesem Video, ihr findet unten in der Videobeschreibung eine deutschsprachige Anwaltskanzlei, die euch beim Beantragen des Elite-Visums hilft, falls gewünscht. Da bezahlt ihr keine Mehrkosten, ihr bezahlt nur die normale Elite-Visa-Gebühr, Standardgebühr und ihr habt noch einen Link unten in der Videobeschreibung von einer Visa-Agentur in Europa, die euch hilft beim Beantragen von Touristenvisa, Non-Immigrant, Langzeitvisum etc. gegen eine Bearbeitungsgebühr. Wie gesagt, diese Links findet ihr unten in der Beschreibung, solltet ihr Hilfe brauchen oder das einfach nicht alles allein machen wollen. Okay, dann gehen wir weiter zu den nächsten Visa-Kategorien und das sind die Non-Immigrant-Visa, sehr beliebt, vor allem das Ü50 Non-Immigrant-O-Visum für Personen, die 50 Jahre oder älter sind. Da gibt es ja diverse Unterkategorien wie OX, das sind ein 10-Jahres-Visa oder OA, das ist immer jeweils ein 1-Jahres-Visum, das man bekommt. Und ja, da gibt es auch keine größeren Änderungen. Das Einzige, was viele Zuschauer berichten, ist, dass sie mit dem Prozedere für vor allem die Langzeitvisa, Non-Immigrant OA oder auch OX, komplett überfordert sind. Und deshalb habe ich eben das erwähnt, auch mit der Visa-Agentur in der Videobeschreibung, die das für euch erledigt. Ansonsten sagen eben auch viele, dass sehr viele Dokumente eingereicht werden müssen und dieser Aufwand lohnt sich eigentlich nur, wenn man auch beabsichtigt, lange in Thailand zu bleiben. Also wenn jetzt einer nur wegen 2-3 Monate nach Thailand reisen möchte, um hier zu überwintern, dann macht es wahrscheinlich keinen Sinn, ein OA oder ein OX-Visum zu beantragen. Ein Standard Non-Immigrant OÜ50-Visum wäre da wahrscheinlich besser. Auch da ist der Papierkram ziemlich groß, der eingereicht werden muss. Viele überbrücken diese Zeit auch, weil man ja zurzeit 45 Tage bekommt bei Einreise. Also die reisen nach Thailand, bleiben 45 Tage hier ohne Visum, gehen dann kurz über die Grenze, kommen wieder rein, kriegen wieder 45 Tage. Ja, dann bist auch schon bei 90 Tagen, sind auch schon 3 Monate. Und musst es kein Visum beantragen. Es steht aktuell noch in den Sternen, ob jetzt diese Visa-Verlängerung noch weitergeführt wird bis zum Ende des Jahres, also ob die noch bei 45 Tagen bleibt oder ob die wieder zurückfällt auf 30 Tage. Eigentlich sollte bis zum 1. April da eine Meldung kommen, ob es jetzt verlängert wird oder nicht, aber die steht noch aus. Dann beim Heiratsvisum hat sich überhaupt nichts geändert. Das ist auch ein Non-Immigrant-O-Visum, Heirat oder Familiennachzug. Nach wie vor relativ locker für diejenigen, die es betrifft. Auch dort müssen, wenn man es in Thailand verlängern möchte, Dokumente eingereicht werden für die Extension of Stay. Das ist ziemlich mehr an Dokumente, also viel mehr Dokumente als bei einem Ü50-Rentnervisum. Deshalb gibt es ja sehr viele Leute, die mit einem thailändischen Staatsbürger verheiratet sind, aber schon 50 Jahre oder älter sind, die dann lieber das Ü50-Visum beantragen als das Heiratsvisum.
oder Familiennachzugvisum oder wie auch immer, weil halt einfach die Anforderungen beim Ü50-Visum geringer sind als beim Heiratsvisum, was ja eigentlich auch keinen Sinn macht. Eigentlich sollten ja eigentlich die, die verheiratet sind, mit einem thailändischen Staatsbürger erleichterte Visabestimmungen haben, wie fast überall auf dieser Welt. Aber in Thailand ist das leider nicht so. Im Bereich Business-Visum, B-Visum, gibt es keine großen Änderungen. Da ist es nach wie vor so, dass der Arbeitgeber dir die Dokumente zur Verfügung stellt, damit du ein Visum beantragen kannst. Dann kriegst du zuerst 90 Tage, wie gehabt. Und wenn du dann nach Thailand reisen tust, musst du mit dem Arbeitgeber nochmals zur Immigration. Und dann kriegst du dort auch die Extension of Stay, dass du bis zu einem Jahr 365 Tage in Thailand bleiben kannst. Und auch dieses Prozedere wiederholt sich dann jedes Jahr. Business Visa werden einfach oder relativ schnell ausgestellt bei hochqualifizierten Fachkräften. Das ist ja auch das, was Thailand sucht. Ansonsten die, die sich selbstständig machen, die machen das dann meistens auch über eine Anwaltskanzlei. Dann eine weitere Kategorie, da gibt es diverse Änderungen, ist im Bereich Education, also Bildungsvisum. Das Bildungsvisum wurde in der Vergangenheit, vor allem während Covid, fast nur noch an Leute gegeben, die hier auch studieren wollten, also studieren an einer Universität. Betrifft meistens auch etwas die jüngeren Menschen unter uns und nicht wie zuvor, dass einfach jeder, und da gibt es ja auch keine Altersgrenze oder gab es keine Altersgrenze, konnte ein Education-Visum beantragen, um in Thailand bei einer Sprachschule die thailändische Sprache zu lernen. Das Visum wurde auch oft missbraucht, um den Aufenthalt zu verlängern, und deshalb gab es da ja bei diversen Sprachschulen auch einen Deckel, dass sie zum Beispiel sagen, ein Student darf nicht älter als 55 Jahre sein. Einige haben sogar reduziert auf 50 Jahre, aber generell ist es so 55 Jahre. Das verhindert schon mal, dass jetzt zum Beispiel ein 56-Jähriger versucht, ein Education-Visum zu beantragen, um eben den Aufenthalt zu verlängern. Und neuerdings ist es aber auch wieder möglich, als jemand, der die Sprache lernen möchte, bei einer ganz normalen Sprachschule ein Education-Visum zu beantragen. Was ja während Covid nicht möglich war, ist jetzt wieder möglich. Aber Vorsicht, es wird hier extrem viel überprüft, weil die Immigration auch wieder gemerkt hat, jetzt die letzten Monate, dass wieder sehr viele Leute dieses Visum missbrauchen, um den Aufenthalt zu verlängern, dass es hier aktuell einen Crackdown gibt. Also da wird genauestens überprüft, ob man auch wirklich die Sprache lernt, und Verlängerungen werden nicht mehr so einfach herausgegeben. Also ob man dann nach einem Jahr noch ein weiteres Jahr bleiben kann, das wird dann vielfach auch durch die Immigration geprüft, im Sinne von einem kurzen Gespräch. Also wenn du dorthin gehst und du willst ein Education-Visum um ein weiteres Jahr verlängern und du sprichst kein Wort Thailändisch, dann werden sie es bestimmt nicht verlängern. Dann gibt es noch so ein ominöses Visum, das sehr oft missbraucht wird, und das ist das sogenannte Volunteer-Visum, also Freiwilligenarbeit, unbezahlte Arbeit. Das ist auch so ein Visum, das man mit Betteln vielfach auch bekommt. Also ich habe jetzt da schon einige Fälle gesehen, wo die Leute zur Immigration gegangen sind und dort halt gesagt haben, ja, sie müssen unbedingt oder sie wollen unbedingt in Thailand bleiben, gibt es irgendeine Möglichkeit etc. Und dann wurde ihnen ein sogenanntes Volunteer-Visum angeboten. Ja, Volunteer-Visum, das kann auch bis zu einem Jahr verlängert werden. Und sie haben zwar auch damals gesagt, sie werden da schauen, dass das nicht missbräuchlich verwendet wird, aber aktuell wird das oft noch ausgestellt. Im Weiteren, das habe ich in den letzten News-Videos auf meinem Hauptkanal bereits erwähnt, aber ich sage es hier auch noch für die Zuschauer, die nicht auf dem Hauptkanal unterwegs sind. Russen und Personen aus der Ukraine, die können ja bei der Immigration, wenn sie eine Verlängerung des Aufenthalts beantragen, als Grund den Krieg angeben und können so, wenn das die Immigration auch unterstützt, also nicht jede Immigration unterstützt das, aber in der Regel vor allem auf Phuket etc., kriegt man dann auch jeweils wieder eine Verlängerung des Aufenthaltes. Ist aber nicht so, dass das garantiert ist. Das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie man sich verhält und wie lange man bereits in Thailand sich aufhalten tut, aber generell ist das so, dass eben Ukrainer und Russen da die Möglichkeit haben, ihren Aufenthalt so zu verlängern. Dann noch ein Tipp am Rande für die, die gefragt haben, wie kann man mit einem Touristenvisum aktuell ohne Probleme zu bekommen am längsten in Thailand bleiben.
Und da empfehle ich, wenn möglich, dazu wie auch gesagt, könnt ihr die Visa-Agentur in der Videobeschreibung zur Hilfe nehmen. Funktioniert aber nicht in jedem europäischen Land, dass die Thai-Botschaft so ein Visum ausstellt. Aber ihr könnt es mal mit einem Touristenvisum multiple Entry versuchen, mehrfach Einreise. Das über die Visa-Agentur beantragen. Wenn es ausgestellt wird, habt ihr Glück gehabt, dann könnt ihr da mehrmals ein- und ausreisen und kriegt jedes Mal immer wieder 60 Tage. Sollte das nicht möglich sein, dann einfach ein ganz normales Touristenvisum beantragen, kriegt ihr ja 60 Tage Aufenthalt. Wenn ihr das beantragen tut, also bei Einreise, könnt ihr 60 Tage bleiben. Dann geht ihr in Thailand zur Immigration, bezahlt dort 1900 Baht, bekommt nochmals 30 Tage Aufenthalt. Dann könnt ihr 90 Tage hier bleiben. Danach geht ihr über die Grenze ins Nachbarsland, zum Beispiel Kambodscha, Laos oder Malaysia, kommt wieder zurück nach Thailand und kriegt dann wieder entweder 45 Tage, wenn es verlängert wird bis zum Ende des Jahres 23, oder wenn es nicht verlängert werden sollte, dann kriegt ihr einfach nur 30 Tage. Aber ja, dann habt ihr total schon 120 Tage in Thailand verbracht. Und im Weiteren, aber das ist dann nicht mehr garantiert, wäre es dann vielleicht auch noch möglich, über den Luftweg raus und wieder reinzufliegen. Dann kriegt ihr wieder weitere 30 respektive 45 Tage, sollten eben die 45 Tage bis zum Ende des Jahres verlängert werden. Sobald ich da mehr weiß mit den 45 Tagen, ob das verlängert wird, werde ich euch das wissen lassen, aber wahrscheinlich auf meinem Hauptkanal MyLand Thailand, weil dort mache ich ja jeden zweiten Tag die Updates, die News, wo dann eben auch diese Informationen kommen. Okay, das war's zu den aktuellen Visa-Bestimmungen. Ihr habt es gesehen, viel hat sich nicht geändert. Oftmals ist vor allem das Geld halt so der Faktor bei den meisten Non-Immigrant-Visa, die oder was dann entscheidet, ob man bleiben kann oder nicht. Weil in Thailand, ich sag's mal so, wenn man das Geld hat, gibt es immer einen Weg, wie man hier bleiben kann. Aber die Realität ist halt so, dass viele von uns aktuell halt damit kämpfen. Mit Geld, Rente etc. wird alles immer weniger. Und deshalb sucht man ja auch Lösungen. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Bleib gesund und Grüße aus Thailand.